Der Neuling Energie Cottbus empfing den FC Carl Zeiss Jena. Die kalte Dusche kam für die Thüringer in der 23. Minute, 1:0 durch Lindemann. Bereits zwei Minuten später erhöht Drabo dann auf 2:0. Durch diesen beherzten Angriff und das unglückliche Eigentor von Röser erhöhen die Cottbusser auf 3:0. Und nach dem Seitenwechsel gelingt Probst der Ehrentreffer für den FC Carl Zeiss Jena. In Jena ging der FC Carl Zeiss durch Libero Peschke in Führung. Aber es hatte bis zur 44. Minute gedauert. Das standesgemäße 2:0 kam dann auf das Konto von Weber.